Domradio. Neues aus Kirche und Religion. Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Thomas Sternberg, will mit Blick auf die Zukunft der Kirche nicht alten Zeiten hinterherjammern. Im Interview der katholischen Nachrichtenagentur sagte er, es gehe darum, glaubhaft von einem Leben Zeugnis zu geben, das mehr sei als Produktion, Konsum und Selbstoptimierung. Und weiter, wenn man überzeugend handele, könne man sehr viel erreichen. Die Weltkirche befinde sich nach seinen Worten in einer historisch bemerkenswerten Situation. Zwischen einem Warschauer Priester und dem unabhängigen polnischen Präsidentschaftskandidaten Hołownia ist es bei der Kommunion zu einem Eklat gekommen. Der katholische Pfarrer habe ihn bei einer Abendmesse von der Kommunion ausschließen wollen und betont, das Gewissen erlaube es ihm nicht, beschwerte sich Hołownia auf Facebook. Die Partei bedauerte den Vorfall in einer Erklärung. Der liberal-katholische Journalist Hołownia war Programmchef des im Januar 2015 eingestellten privaten Fernsehsenders Religia TV. Er befürwortet die künstliche Befruchtung, die von der katholischen Kirche verurteilt wird. Die hannoversche Regionalbischöfin Petra Barr hat die Kirchen aufgefordert, Hassrede in den eigenen Reihen stärker wahrzunehmen und dagegen anzukämpfen. Wir haben auch so etwas wie Wutchristen, sagte Barr beim christlichen Medienkongress in Schwäbisch Gmünd. Sie bekomme mit Bibelstellen gespickte Protestmails, die nichts anderes seien als eine christliche Variante von Fäkalsprache. Die Kirchen seien längst selbst Teil von Hate Speech. In Predigten gehe es aber oft um die Wutbürger da draußen, aber wenig um die Wutbürger in Kirchenvorständen und Synoden, sagte die frühere Kulturbeauftragte der evangelischen Kirche in Deutschland. Die neue argentinische Regierung macht laut Medienberichten offenbar einen Rückzieher bei der Nominierung des künftigen Botschafters am Heiligen Stuhl. Laut den Berichten hat sich das Kabinett des neuen linksgerichteten Präsidenten Alberto Fernández entschieden, auf die geplante Berufung von Luis Belando zu verzichten. Zuvor hatte offenbar der Vatikan signalisiert, mit der Entscheidung wegen einer Ehescheidung Belandos nicht glücklich zu sein. Verschiedene Tageszeitungen berichten, das Außenministerium habe bereits mit der Suche nach einem anderen Kandidaten begonnen.